Willkommen auf der Hanfparade 2012. Heute unter dem Motto Freiheit, Gesundheit, Gerechtigkeit. Ihr seht, wir haben schon ein paar mehr Paradewagen als im letzten Jahr. Bin mir sicher, wir werden bei dem schönen Demo-Wetter auch noch mehr Leute. Und das ist auch bitter nötig, denn mittlerweile sind wir im Jahre 41 seit der Verkündung des Betäubungsmittelgesetzes, seit der Einführung eines der dümmsten, menschenverachtendsten Verbote, die dieses Land in den letzten Jahren und Jahrzehnten gesehen hat. Wir sind heute hier, um für Cannabis zu demonstrieren, für die Legalisierung von Hanf als Rohstoff, Medizin und Genussmittel. Wie immer hat die Polizei mir ein paar Auflagen gegeben, die ich an euch übermitteln soll. Zuallererst den Hinweis, auch heute gilt das Betäubungsmittelgesetz völlig überraschend. Wenn ihr also dann unbedingt Cannabisprodukte bei euch haben müsst, dann macht das bitte so, dass die Polizei nicht zwingend darauf aufmerksam wird, weil sie sonst genötigt ist, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz zu ahnden. Leider ist Berlin nur an 364 Tagen eine cannabis-liberale Stadt. Zur Hanfparade, ihr kennt das ja aus den vergangenen Jahren, da holt man dann schon mal eine Einsatzhundertschaft mit großen Fahrzeugen, macht einen auf Max und dicke Hose, damit ja nicht morgen in der Presse ein Foto von glücklichen, harmlosen, friedlichen Kiffer zu sehen. Aber die Berliner Polizei ist heute noch eine Nummer dreister. Wir haben nämlich eine Reihe Patienten mit unter uns, also Menschen, die Cannabis nicht aus Genusszwecken konsumieren, sondern weil es ihre überlebenswichtige Medizin ist. Und sogar diesen armen Menschen, die unser Mitgefühl und unsere Hilfe verdienen, sogar denen will die Polizei ihre Medizin vorenthalten. Ich wurde deshalb gebeten, die Patienten darauf hinzuweisen, dass die Polizei die Ausnahmegenehmigungen, die sie sich mühsam von der Bundesopiumstelle erstritten haben, heute nicht anerkennt. Ich habe der Polizei gesagt, no way! Ich werde mit dem Einsatzleiter gleich noch weiter diskutieren. Sollte es da noch Änderungen geben, ich gehe ganz stark davon aus, dass auch die Berliner Polizei sich an Recht und Gesetz halten muss, dann sage ich euch nochmal Bescheid. Bis dahin gilt, schützt die Patienten, die haben es verdient. Das sind Leute, die können ohne Cannabis nicht laufen, nicht atmen, nicht essen. Und es ist wichtig, dass wir, die wir in der Lage sind, zu atmen, zu laufen und zu essen, ohne Medizin zu nutzen, uns für die stark machen, die anders nicht können. Bis 14 Uhr gibt es jetzt hier eine Auftaktkundgebung mit verschiedenen Rednern. Als erstes will ich gleich mal den Horst in meine Nähe bitten, der die Veröffentlichung, die wir so im Internet machen, so regelmäßig beobachtet. Der kennt ihn schon vom Hanftag, erwartet also eine emotionale, ehrliche Ansprache, wenn ich ihn gleich ans Mikrofon lasse. Aber vorher habe ich auch noch ein kleines Experiment mit euch vor. Ich möchte euch bitten, schließt mal kurz alle die Augen. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, woran ihr so glaubt und was ihr hofft, dann kriegt ihr da ein klitzekleines Flämmchen. Das ist der Wille, dieses Hanfverbot nicht länger hinzunehmen. Es ist schwer, dieses kleine Flämmchen jeden Tag am Brennen zu halten, aber wir alle haben es in uns. Und wenn ihr jetzt die Augen wieder öffnet, dann seht ihr um euch rum tausende Menschen, die am Ende dieses Tages eine lodernde Flamme in ihrem Herzen tragen werden. Die wissen, dass unser Kampf ein gerechter ist und dass er mit nichts anderem enden kann als der vollständigen Legalisierung von Cannabis.